bist eine wunderbare Frau. Das habe ich doch nur für dich getan. Sigrid, ich. Was denn? Du musst jetzt das Boot und das Schiff verlassen. Nein, ich gehe erst dann, wenn du auch gehst. Ich bin Offizier und habe zu bleiben bis zuletzt. Und in meiner Eigenschaft als Offizier befehle ich dir, ins Boot zu gehen. Die Menschen dort brauchen dich. Halte sie so lange auf, bis Rettung kommt. Ich bitte dich, geh. Also du befehlst es? Ja, es ist mir noch nie ein Befehl so schwer gefallen wie dieser. Geltend machen, damit Ihnen persönlich aus dieser Katastrophe keine Unannehmlichkeiten entstehen. Wenn ich gerettet werde, dann wird... Ich habe geglaubt, dass Sie und Ihre Leute durch die Weltordnung über mich gesetzt sind. Ich habe Ihren Befehlen und Wünschen Folge geleistet. Ich habe mich geirrt, Präsident Ismay. Sie wollen also zu meiner Rettung nichts unternehmen? Ich kann nicht. Ich verlange einen Platz im Boot, Captain Smith. Ich verlange einen Platz! Haben Sie mich verstanden? Schreien Sie nicht so, Ismay. Ich werde dafür Sorge tragen, dass Sie gerettet werden. Wirklich? Ja, aber nicht, um Ihnen einen Dienst zu erweisen, sondern damit Sie sich vor dem Seeamt dafür verantworten können, was Sie angerichtet haben. Bitte. Bitte! Thank you.
Sankt Petri Kanon.